Ist die Inflation wirklich transitory, wie die Fed uns immer erzählt und wie die Märkte offenkundig auch glauben? Ist also die Inflation nur vorübergehend? Heute ist ein wichtiger Tag der Wahrheit, denn wir bekommen heute die US-Verbraucherpreise und das tut uns ganz gut, nachdem wir in einem Sommerloch handeln. Es ist alles so ein bisschen Lull und Lall. Die Volumina an den Märkten sind extrem gering. Viele scheinen überhaupt kein Bedürfnis zu haben, in solchen Märkten sich zu positionieren bzw. in irgendeiner Form aktiv zu werden, reinzugehen, rauszugehen. Dennoch gestern S&P 500 und Dow Jones mit einem neuen Schlusskurs auf Allzeithoch. Nasdaq etwas schwächer. Schauen wir uns die Dinge an den Aktienmärkten mal an. Dann sehen wir Dow Jones fast 0,5% im Plus, S&P minimal im Plus, 0,1%. Nasdaq etwa 0,5% im Minus, auch die Small Caps leicht im Plus. Aber es waren gestern vor allem diese Deflationstrade, die Reopening-Sektoren, die gut gelaufen sind. Energie am stärksten zugelegt, Materials, Financials, Industrials. Also das ist der Klassiker. Wir erleben derzeit ja eine Rotation aus der Rotation in die Rotation. Also man geht raus aus den Reflationstrades, geht dann in Tech, geht in Growth, eigentlich Deflationsassets, wenn man so will. Dann geht man wieder zurück und wieder her und wieder hin. Und das alles ist ein bisschen ermüdend, keine wirklich klare Richtung auch in Sachen, wollt ihr jetzt den Reflationstrade oder wollt ihr ihn nicht haben? Also das ist schon ein bisschen fade, um ganz ehrlich zu sein, umso mehr würde uns Bewegung gut tun. Und das alles, nämlich Allzeithochs beim S&P 500 und beim Dow Jones mit Furcht im Markt, so zumindest hier dieser CNN Fear and Greed Index derzeit bei 36. Vor allem Furcht, weil hier als negativ gesehen wird, dass wir nur etwas mehr Aktien auf 52 Wochen hoch sehen als Aktien, die auf 52 Wochen tief sind beim S&P 500. Also die Marktbreite ist ziemlich miserabel. Das wird als Negativfaktor Faktor gesehen, wird also als 4 interpretiert. Andererseits sind wir weit über gleitenden Durchschnitten, sind wir jetzt nicht gerade überverkauft, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das ist so ein bisschen das Seltsame an diesen Märkten. Wir haben einen massiven Überhang an Call-Optionen gegenüber Put-Optionen. Wir haben eine Investitionsbereitschaft, die sehr hoch ist. Es gibt scheinbar kein Bedürfnis nach Absicherung. Also wo ist da die eigentliche Furcht? Das ist so ein bisschen seltsam, aber es sei mal darauf hingewiesen. Diejenigen, die drin sind, jedenfalls scheinen kein großes Bedürfnis zu haben, rauszugehen. Hier sehen wir das mal, die Abweichung vom 200-Tages-Durchschnitt. Beim S&P 500 liegt über 10%, einer der eher seltenen Ereignisse, dass der 200-Tages-Durchschnitt um mehr als 10% verlassen wird. Wir sehen, dass auch der 50-Tages-Durchschnitt extrem steil angestiegen ist. Wie gesagt, es scheint nichts dazwischen kommen zu können, die Notenbank rettet uns sowieso, aber wir haben auf der anderen Seite eben dann das Thema Corona in Asien vor allem mit Lieferketten, mit eben dann Auswirkungen auch auf die Inflation und das wird das Entscheidende sein. Wir sehen im Vorfeld jedenfalls der heutigen Daten, die um 14.30 Uhr kommen, dass der Dollarindex stark geworden ist. Euro-Dollar jetzt praktisch so tief wie seit November nicht mehr. Wenn wir hier über diesen Widerstand kommen, oberer Chart beim Dollarindex, dann könnte da ein weiterer Anstieg des Dollars sein. Normal nicht so toll für die Aktienmärkte und wir sehen, dass die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe wieder deutlich gestiegen ist. Also Reflation, Inflation, man erwartet ein bisschen was, aber was erwartet man für heute für die Daten aus den USA? Das gleich, aber jetzt zunächst mal noch ein Hinweis, dass es offenkundig eine ziemliche Bewusstseinsspaltung gibt zwischen amerikanischen Investoren und europäischen Investoren, was Gold betrifft. Wie hier die Financial Times schreibt, die Amerikaner, die werfen Gold auf den Markt, die haben daran kein Interesse, während die Europäer jetzt starke Zuflüsse in Gold-ETFs verzeichnen. Und wenn wir uns unten die Grafik mal anschauen, dann sehen wir, die Relation zwischen Edelmetallen und anderen Rohstoffen ist so tief wie seit Jahren nicht mehr. Kaufgelegenheit, Fragezeichen, wird auch von den heutigen Daten sicherlich abhängen. Und die wollen wir uns mal anschauen. Erstmal die Daten zum Vorjahresmonat, der Vergleich zum Vorjahresmonat. Da hatten wir zuletzt 5,4% diesen Anstieg. Wir sehen, das geht immer weiter nach oben mit der Inflation. Heute ist ein Rückgang erwartet mit 5,3% Anstieg zum Vorjahresmonat. Schauen wir uns mal die ganze Geschichte zum Vormonat an. Da hatten wir zuletzt ja einen Anstieg von saftigen 0,9%.
heute nur 0,5% erwartet. Man geht also davon aus, dass die Anstiege, die Preisanstiege sich so ein bisschen relativieren, ein bisschen abkühlen. Nicht, dass die Preise jetzt fallen, aber sie steigen eben nicht mehr so stark wie zuvor, nicht mehr mit dieser Dynamik. Und das ist die Frage, ob das wirklich kommen wird, ob es so kommen wird. Fallen die Zahlen höher, fallen sie niedriger aus. Derzeit ja das Muster, wenn wir Reopening-Stories haben, Inflationsthematik haben, dann sehen wir, dass die Renditen steigen, dass der Dollar steigt, der Nasdaq meistens schwächer geht, während Dow Jones und Russell 2000 etwa meistens stärker sind. Und andersrum, wenn die Renditen fallen, dann steigt meistens der Nasdaq und die Value-Indizes haben Probleme. Also das ist diese permanente Rotation rein raus. In der Summe sehen wir, dass die Daten zur Inflation in letzter Zeit massiv nach oben überrascht haben, auf der einen Seite, während die Abweichung von der Erwartung, was die Konjunkturdaten betrifft, also normale Wirtschaftsdaten, doch ziemlich mies ist. Also wir haben eine Art Stagflationsszenario im Worst Case, mit also weiter steigender Inflation und stagnierender Wirtschaft. Dafür spricht, dass wir jetzt nach dem Anstieg der Güterpreise, ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, sie ist wichtig, weil sie zeigt, dass jetzt auch die Dienstleistungspreise massiv nach oben gegangen sind und die Dienstleistungspreise waren im Prinzip ein deflationäres Element, eine deflationäre Kraft in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Das hat sich geändert seit einigen Wochen. Hier sehen wir, dass vor allem die Dienstleistungspreise massiv anziehen und wir sehen, dass die Mieten stark anziehen in den USA. Wenn man jetzt also neu in eine Stadt zieht, in eine Großstadt zieht in den USA, dann hat man einen ziemlich saftigen Anstieg im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit, was diese Neumieten betrifft. Und das wird sich dann erst noch niederschlagen in der sogenannten Homeowners Equivalent Rent. Also hier haben wir einen maßgeblichen Faktor, der für weiter steigende Inflation spricht. Und wir sehen, dass die Amerikaner aus zwei Gründen bereits jetzt ein bisschen vorsichtiger werden mit ihrem Konsum. Erstens eben Anstieg von Corona. Hier sehen wir, dass Airline-Spending zurückgeht, also die Leute fliegen bereits weniger, die Leute beginnen bereits weniger in Restaurants zu gehen. Klar, wenn ich zum Beispiel einen Impfnachweis brauche in New York, dann macht das durchaus Sinn, aber viele sagen eben, okay, vielleicht müssen wir uns wieder ein bisschen zurückhalten. Das dürfte wichtig sein, dass der Konsum schon beginnt, ein bisschen zu leiden. Und Konsum ist auch das Thema hier in Deutschland. Hier ein Artikel, der zeigt, dass Elektrogeräte, Möbel, Kleidung, warum uns ein heißer Herbst im Haushalt droht. Also da dürften die Preise weiter steigen, vor allem für Elektrogeräte, weil die höheren Transportkosten noch nicht wirklich in die Preise mit eingearbeitet wurden. Klar, bei Grafikkarten zum Beispiel ist das der Fall, aber die Rechner sind noch vergleichsweise moderat nur teurer geworden. Möbel dürften deutlich teurer werden. Wir dürften deutlich längere Lieferzeiten bekommen und all das ist eben überhaupt nicht transitory. Warum ist es nicht transitory? Weil in Asien viele Fabriken schließen, weil in Asien ein anderes Thema ist. Dort hat man eine sehr niedrige Impfquote auf der einen Seite und hat auf der anderen Seite tendenziell schlechtere Impfstoffe. China etwa hat jetzt eine Tranche von BioNTech bestellt, weil man dem eigenen Impfstoff offenkundig nicht wirklich über den Weg traut. Also wir sehen, da dürften diese Lieferengpässe, diese Lieferschwierigkeiten dürften weiter Bestand haben und das sehen wir auch im Chip-Bereich. Die Wartezeiten, bis man Chips geliefert bekommt, sind noch nie so hoch gewesen wie heute. Tendenz weiter steigend, also hier eben keinerlei Abflachung erkennbar und das bedeutet, solange die Lieferengpässe der Fall sind, aus einer speziellen Situation, große Nachfrage nach Reopening der Wirtschaft auf der anderen Seite, jetzt sozusagen diese Ungleichzeitigkeit, die wir sehen, dass Asien wieder größere Themen mit Corona hat. Es war ja so, Asien hatte zuerst das Problem Corona, dann war das Ding abgefrühstückt in China. In China liefen die Bänder wieder, dann war Europa und USA im Lockdown. Jetzt ist es so, dass wir wieder voll geöffnet haben. Jetzt gehen die Chinesen teilweise wieder in lokale Lockdowns. Also diese Ungleichzeitigkeit macht die ganze Geschichte so immens schwierig. Und ich habe Ihnen drei Artikel in Sachen Inflation heute mal, die ich Ihnen vorschlagen will, unter dem Video verlinkt, weil sie einen sehr, sehr guten Einblick geben in das Gesamtphänomen, mit was wir zu rechnen haben. Das betrifft uns ja schließlich alle. Lieferketten nach Corona, Inflation oder weiter abhängig sein von Asien. Was machen eigentlich die deutschen Hersteller? Versuchen die jetzt in Deutschland zu produzieren? Oder sagen die, ja okay, wir bleiben erstmal bei unseren asiatischen Lieferanten. Das ist der eine Artikel und dann, der war von meinem Kollegen Claudio Kummerfeld, der andere oder die zwei anderen sind von meinem Kollegen Wolfgang Müller, mit dem ich mich
öfter auseinandersetze. Wir haben eine Wette laufen, eine Diskussion laufen. Ja, wie wird es denn sein? Ist diese Inflation wirklich temporary? Wolfgang Müller sagt ja, weil es so etwas gibt wie einen Schweinezyklus. Das heißt, wir haben jetzt zu wenig Container, aber es werden auf der anderen Seite derzeit extrem viele Container bestellt. Also sozusagen das Problem erledigt sich dann selber, weil derzeit die Preise hoch sind, dann wollen die Reeder viel verdienen, die Lieferanten können viel verdienen, also liefern sie auch mehr. Das ist der Schweinezyklus, sozusagen ein Anstieg, dem dann wieder ein Abstieg folgt. Sind die Preise dauerhaft über Inflation und den Schweinezyklus auf der einen Seite und dann eben auch von Wolfgang Müller Inflation, Containerpreise to the moon. Wie lange noch? Auch hier vertritt er die These, dass das alles wieder abflachen wird und Wolfgang Müller hat gute Argumente. Ich gehe dennoch von dem Gegenteil aus und wie gesagt, wir haben da eine Wette laufen. Schauen Sie sich mal an, was Wolfgang Müller und Claudia Kummerfeld zu dem Thema zu sagen haben. Ich gehe davon aus, dass wir aufgrund dieser extremen geopolitischen Situation mit Corona, mit all diesen Seltsamkeiten, die derzeit der Fall sind, eben letztendlich eine dauerhaftere Inflation haben, die dann noch durch den demografischen Trend einer alternden Gesellschaft befördert wird. Es dürfte also mit den Löhnen weiter nach oben gehen, sodass wir dann eine Lohnpreisspirale früher oder später bekommen. Das ist meine Auffassung, aber ich kann mich irren, Wolfgang kann recht haben, ich kann recht haben, Wolfgang kann sich irren, wer weiß es schon, das werden wir erst sehen, aber heute 14.30 Uhr, meine Damen und Herren, da schauen Sie mal rein bei Finanzmarktwelt, da dürfte sich dann auch was an den Märkten endlich bewegen, aber zunächst mal die drei Artikel, die ich Ihnen unter das Video verlinke, jetzt wünsche ich einen guten Start, wir sehen uns, bis dann, ciao.